Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 3 Updates, 26 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Detlef, Luca, PDBQ, Stefan, Icebeats, Jörn, Justin, Mark, Kinkas, Formel 1, Mieke, Experiment, Martin, Karl-Heinz, Patrick und Lichtschatten für die neuen Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei all denen bedanken, die gestern ganz fleißig und sehr engagiert beim Livestream damit mitgemacht haben, dabei waren, mitgechattet haben, mitgeklönt haben, mitgeschnackt haben. Wir haben einen sehr, sehr schönen und harmonischen Livestream gehabt gestern. Wir haben die ersten Schritte mit Precision Farming unternommen und wir werden natürlich morgen damit weiterfahren und wenn nötig machen wir dann aus dem Teil 2 noch einen dritten Teil, der wir dann eventuell am Wochenende oder nächste Woche Dienstag vollziehen werden. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Freilandstelle. Diese kommt von CookieCat, Downloadgröße 75,4 MB in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konsolenfreigabe, französische und spanische Übersetzungen hinzugefügt, kleine und mittlere Pferdestallfehler behoben, Fehler im Hühnerstall behoben, Lizard Brands für die Konsole entfernt. Das nächste Update kommt für den Bergmann TSW 7340S. Dieser kommt von Nicopix. Downloadgröße 12,55 MB. Jetzt in der Version 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, 3D gefixt, Helfer gefixt und Animation verbessert. Wir kommen zum letzten Update und zwar ist dies für den John Deere 9020 und 9030er Serie von Sid Modding. Downloadgröße 41,35 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, 3D-Modelle verbessert, kleinere Fehler behoben. Wir machen jetzt weiter mit der neuen Karte, die herausgekommen ist. Wir machen hier auch nur einen ganz kurzen Überblick. Und zwar heißt diese Karte Arena, kommt von Malkis 1LTU und Pupa. Downloadgröße 97,32 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, modern und schön ausgefallene Karte Arena. Für mehrere Spiele inklusive Jahreszeiten. Dies ist eine Karte in Standardgröße mit einzigartigen Ausblicken und atemberaubenden Wildtieren. 2 Seen, Bauernhöfe und 21 große Felder rund um die moderne Arena-Stadt. Die Umgebung ist sehr komfortabel. Es gibt Platz für 5 große Farmen, die für die Standardlandwirtschaft, Forstwirtschaft oder Produktion genutzt werden können. Alle Standardfunktionen sind verfügbar, einschließlich Shop, Tierhändler und Verkaufsstellen. Die Karte ist basierend auf dem standardmäßigen saisonalen Wachstumsplan. Darüber hinaus können weitere Grundstücke für zusätzliche Produktionen wie Fabriken und andere Sachen gekauft werden. Es gibt auch Platz natürlich für den Steinbrecher. Die Höfe sind aber leer und bereit für den neuen Besitzer. Sie müssen ihre Farm so bauen, wie es sie möchten. Einige Bäume können entfernt werden, um Gebäude zu bauen. Viel Glück! Wir sind hier am südöstlichen Ende der Karte und wir machen einfach mal einen kurzen Überflug. Und zwar sehen wir, dass diese Felder auf dieser Karte alle schön quadratisch und praktisch und natürlich gut oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es sind auf jeden Fall eckige und rechteckige Felder. Die Karte ist, wie gesagt, eine Standardkarte und auf dieser Standardkarte hier sind eher große Felder verbaut, also wenn man das so angucken, sind das nicht die kleinen Felder, die hier verbaut sind. Das sind alles Felder zwischen, sagen wir mal, 10 bis 30 Hektar. Es gibt ein ganz leichtes Höhenprofil, also sehr wenig. Hier in der Mitte haben wir ein Dorfzentrum, Stadtzentrum, eher modern gebaut, wie es der Text auch sagt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Shop hin und dann schauen wir uns die Karte in der PDA an. Wenn wir also die Karte so uns anschauen, dann würde ich sagen, wenn wir die Felder angucken,
Da haben wir ein Feld mit 30 Hektar circa, nochmal 30 Hektar. Hier haben wir 20 Hektar, wir haben 22 Hektar. Wir haben aber auch Felder um die 10 Hektar, also hier 11 Hektar, wir haben 10 Hektar hier. Dann gibt es auch etwas kleinere Felder, 2 Hektar, 1,8 Hektar, das sind dann diese Felder hier. Die etwas dunkleren angefärbten Flächen sind diese Flächen, die gekauft werden können, um Hof- oder Produktionsstätten hinzubauen. Das sind diese freien Flächen. Sind so um die 40, zwischen 40.000 und 200.000 Euro. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir einfach das Feld 10, das zu uns gehört. Wir haben keine Hoffläche. Es ist aber eine Hoffläche, eine etwas vorbereitet zum Besiedeln. Das ist diese hier, da befinden sich ein Farmhaus drauf, dann haben wir ein großes Gewächshaus, wir haben einen Hühnerstall, wir haben einen Misthaufen und wir haben einen Kuhstall, in dem schon 15 Kühe drin sind. Also das ist im Prinzip so gedacht, dass dieser Stück Land schon mal von Anfang an zu uns gehört. Achtung, das kostet 200.000 Euro. Das heißt also mit dem neuen Farmer, da muss man sich etwas Geld reinholen, damit dies auch benutzt oder gekauft werden kann. Hier gibt es eine Landfläche, da ist ein bisschen was für Forstwirtschaft möglich, hier unten auch. Ansonsten ist Forstwirtschaft hier nicht sehr groß geschrieben, also diese rundumliegenden Felder oder Flächen können nicht gekauft werden. Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätte verbaut sind. Und zwar, wenn wir hier drauf gehen, haben wir das Drake Lager, das versuchen wir gleich mal. Und das kaufen wir auch gleich mal, damit wir gleich sehen, was es damit auf sich hat. Wie wir sehen, es ist eine Getreidemühle. Dann haben wir als nächste Produktionsstätte hier ein großes Gewächshaus. Das ist auf dieser, sagen wir mal, Farm verbaut. Dann haben wir das Sägewerk und dann haben wir hier die GLW-Produktion. Da gehen wir auch mal hin und kaufen das natürlich auch. 96.000 Euro und schauen auch, was dies auf sich hat. Und wir sehen, wir haben eine zweite Getreidemühle. Also das heißt, auf dieser Karte sind zwei Getreidemühlen verbaut. Des Weiteren sind keine Produktionsstätten verbaut. Ladestationen gibt es. Eine Kalkstation, dann gibt es eine Elektroladestation hier. Eine Tankstelle, der Misthaufen gehört zum Hof. Dann gibt es eine weitere Kalkstation. Dann haben wir hier auch nochmal eine Kalkstation. Hier haben wir das Sägewerk, nochmal eine Kalkstation. Dann haben wir nochmal eine Elektroladestation, nochmal eine Tankstelle und nochmal eine Elektroladestation. Also für Elektrogeräte gibt es genügend Ladestationen, auch Tankstellen gibt es genügend. Verkaufsstellen haben wir die Production Expo, dann haben wir den Viehhandel, die Spinnerei. Das ist also nicht eine Produktion, sondern das ist ein Verkaufspunkt. Und dann haben wir noch den Supermarkt. Wenn wir jetzt dieses Land hier kaufen, da, wenn ich mich nicht irre, haben wir da die BGA drauf gehabt. In der Tat, da haben wir eine Biogasanlage für 500.000. Das ist das, was hier drauf ist. Dann haben wir hier noch den Viehhandel drauf. Das sind auf jeden Fall diese Punkte, die verbaut sind. Wir schauen uns natürlich auch kurz an, was standardmäßig als Equipment kommt. Und zwar, da haben wir den John Deere 6250R. Wir haben einen Axion 870. Dann haben wir ein New Holland 770 und natürlich dazu das passende Schneidwerk. Und wir haben noch einen Anhänger, den Class Garage 140, der standardmäßig von Anfang an zu unserem Hof gehört. Wir machen mal noch mal kurz einen kurzen Rundflug. Und ja, würde sagen, damit ist diese Kartentour eigentlich auch schon fast beendet. Also ich gehe jetzt hier nicht weiter auf die Details ein. Bitte schreibt noch in die Kommentare rein, was ihr über diese Karte hält. Quadratisch praktisch gut, natürlich für die, die das gerne mögen. Ich spiele lieber auf größeren Karten oder auf kleineren Karten, wenn sie richtig schön dekoriert sind. Man kann hier sagen, es ist nicht schlecht gemacht. Auf jeden Fall kann das den einen oder anderen ansprechen. Mich hat es jetzt irgendwie auf die Schnelle nicht angesprochen. Würde aber natürlich dann auch nochmal für mich dann mal noch eine Rundfahrt machen hier, um zu gucken, ob es mich dann auf den zweiten Blick ansprechen würde. Wir machen weiter mit der nächsten neuen Mod und zwar ist dies das Zitor Pack, kommt von Rolnik 410, Downloadgröße 47,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier
4 Traktoren und 2 Frontlader. Wir fangen an mit dem Proxima. Der hat eine standardmäßige Leistung von 76 PS, wird manuell und Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 190 Litern, 28 Litern für DEF. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 4,6 Tonnen und kostet 49.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Friedestein, Nukien und Trelleborg. Dann haben wir die Möglichkeit, beide Anhängerkupplungen hinzuzubauen von der Anhängervorrichtung zum Frontgewicht mit einem Gewicht von 400 Kilo oder die Dreipunktkupplung. Dann kann hier ein Frontlader angebaut werden, entweder von Zetor oder Hauer oder kein. Dann haben wir die Motorenausführung, dann haben wir den HS80 mit 76 PS, den HS90 mit 88 PS, den HS100 mit 96 PS, den 110er mit 107 PS, den 120er mit 117 PS. Dann haben wir den Ford Terra HSX. Der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 96 PS, wird manuell und Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 270 Litern, 28 Litern für DEF. 40 km/h ist auch hier die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 5,4 Tonnen und kostet 70.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Die Anhängerkupplung ist wahrscheinlich dasselbe wie vorhin, ein Frontgewicht, und zwar hier. Scheint das Frontgewicht keine Auswirkung aufs Gesamtgewicht zu haben. Dann natürlich noch die Dreipunkt. Dann haben wir hier dasselbe mit dem Frontladeanbau, Zetor und Hauer. Dann haben wir bei der Motorenausführung den Ford Terra HSX 100 mit 96 PS, den 110er mit 106 PS, 120er mit 117 PS, den 130er mit 127 PS, den 140er mit 136 PS. Dann haben wir den Ford Terra HSX, das ist also die zweite Version. Der kommt standardmäßig mit 117 PS, wird manuell und Last geschaltet, hat ein Tankvolumen für Diesel von 270 Litern, 28 Litern DEF. Auch hier die Maximalgeschwindigkeit ist bei 40 km/h und das Gewicht 5,4 Tonnen. Der Preis 89.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Das Design kann gewählt werden zwischen Rot und dem Schwarz. Dann auch die Anhängerkupplung, die kann dann auch hinzugefügt werden hier. Einmal das Frontgewicht, was auch hier keine Auswirkung auf das Gesamtgewicht hat. Und die Dreipunkt-Frontladerbau, Frontladeranbau natürlich wie vorhin auch, Zetor und Hauer. Dann haben wir den HSX 120 bei der Motorenausführung mit 117 PS, den 130er mit 127 PS, den 140er mit 136 PS und zurück zum 120er. Dann haben wir noch den Crystal HD, und zwar kommt der mit einer Leistung von 171 PS, wird auch manuell und Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Litern, 32 Litern DEF. Auch hier ist die Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und das Gewicht liegt bei 8,1 Tonne. Der Preis 130.000 Euro. Auch hier sind wahrscheinlich dieselben Reifenoptionen wie überall. Hier gibt es noch eine BKT-Version. Dann die Anhängervorrichtung wird natürlich auch getauscht mit dem Frontgewicht, was auch hier keine Auswirkung aufs Gesamtgewicht hat. Und dann die Dreipunktkupplung. Frontladeanbau gibt es auch hier von Zetor oder Hauer. Und das war's mit der Konfiguration in diesem Falle hier. Dann haben wir noch die zwei Frontlader. Der eine ist gedacht bis zu 80 PS. Das ist dieser hier. Wiegt 575 Kilo, braucht 80 PS und kostet 5.000 Euro. Dann gibt es den ZQ5S, der wiegt dann 620 Kilo, braucht 100 PS oder drüber und kostet 7.000 Euro. Wir kommen zum nächsten Pack, und zwar ist das Rudolf DK TDK Pack. Dieses kommt von Virtual Farmers, Downloadgröße 23,13 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit 6 verschiedenen Anhängern. Zum einen mal den TDK 301 RA. Das ist dieser hier mit einem Ladevolumen von 18,5 Kubikmeter, wiegt 5,4 Tonnen, maximales Zuladergewicht 12,6 Tonnen und kostet 32.000 Euro. Konfiguration kann hier gewählt werden von Standard zum Aufbau, was das Volumen auf 24.500 Liter ansteigen lässt.
Und dann gibt es noch die Option Ballenwagen und wieder zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und die Farbe des Aufbaus kann geändert werden zwischen Rot und Dunkelgrün. Dann haben wir den DK280 RA. Da hat mehr oder weniger dieselben Leistungsmerkmale wie eben gesehen. Also auch 18,5 Kubikmeter Ladevolumen, 4,6 Tonnen ist das Gewicht. Maximales Zuladegewicht 13,4 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Auch hier ist ein Aufbau erhältlich und natürlich auch die Konfiguration Ballenwagen und zurück zu Standard. Und auch hier dieselbe Farbauswahl wie vorher. Und wenn wir die so durchgehen, dann sehen wir sehr, sehr ähnliche Anhänger. Einmal hier die Standardkonfiguration, einmal Ballenwagen und einmal Standard. Also hier gibt es keinen Aufbau. Dann gibt es den 301er RL. Das ist diese hier. Da gibt es überhaupt keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten außer der Reifen. Ja, das sind also diese Ballen- oder Anhängerkipper von Rudolf in diesem Falle hier. Ich gehe jetzt da nicht jeden einzelnen durch, weil die doch sehr, sehr ähnlich sind. Es gibt einfach von jedem jeweils eine Version mit Drehschemel und einmal eine normale Version. Noch als kurzer Hinweis, wenn also diese Anhänger in der Ballenwagen Option gewählt werden, dann machen sich die Türe so auf und dann kann man die Ballen so reinmachen. Die nächste neue Mod heißt International 2+2 Serie, kommt von AI Modding. Downloadgröße 14,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Traktoren. Wir haben zum einen die 30er Serie. Diese kommt standardmäßig mit 130 PS, wird lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 340 Litern, 159 Litern DEF. 33 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 8 Tonnen und kostet 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Friedestein, Metas, Nokian, BKT und Trelleborg. Dann gibt es bei der Motorenausführung die 3388 mit 130 PS, dann gibt es die 3588 mit 150 PS, die 3788 mit 170 PS und zurück geht es zu der 3388er Version. Dann gibt es die 60er Serie und zwar kommt diese standardmäßig mit 150 PS, wird manuell geschaltet, das ist also unterschiedlich hier. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 340 Litern, 159 Litern für DEF, 33 Kilometer ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 8 Tonnen, der Preis 100.000 Euro. Die Reifenhersteller sind dieselben wie vorhin schon erwähnt und dann die Motorenausführung haben wir den 6388er mit 150 PS, den 6588 mit 177 PS, den 6788 mit 200 PS. Und dann haben wir noch die 70er oder die Super 70er Serie. Dieser kommt standardmäßig mit 210 PS, wird manuell geschaltet, hat 340 Litern Tankfüllmenge für Diesel und 159 Liter für DEF. 33 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 9,4 Tonnen. Der Preis 160.000 Euro. Die Reifenhersteller sind auch hier identisch wie eben gesehen. Dann die Motorenausführung haben wir den 7288er mit 210 PS, den 7488er mit 235 PS und zurück geht's zur ersten Version. Wir hören uns den einmal an. Starten wir den nochmal. Wir kommen als nächstes zum Roland RP LCH Trailers, kommt von ARM Team, Downloadgröße 10,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier einmal den RP 9006 und einmal den 10006 LCH Version. Wir schauen uns mal den kleinen an, der kommt mit einem Gewicht von 4,3 Tonnen und kostet 13.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein, Lizard und Trelleborg. Dann kann eine Leiter, also zum Beispiel dies hier, zugebaut werden. Das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Dann gibt es eine doppelte kleine Leiter,
eine große Leiter und eine doppelt große Leiter. Dann gibt es doppelte runde Leiter und keine Leiter. Dann können Kotflügel hinzugefügt werden, und zwar bei jedem Rad oder ohne Kotflügel. Dann Hauptfarbe, haben wir die Standardpalette, die Designfarbe ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Das andere Modell ist genau identisch, nur ist es einen Meter länger. Gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen, weil ja alles komplett identisch ist. Und es sind natürlich Ballensammelwagen, und zwar für Rund- und Quaderballen. Wir kommen zum Optum AFS. Dieser kommt von Bueno, Downloadgröße 20,05 MB 1 in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 273 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 410 Litern, 96 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 10,6 Tonnen. Der Preis liegt bei 227.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Friedestein, Nuken und Trelleborg. Bei der Motorenausführung haben wir den AFS 270 mit 273 PS, den 300er mit 313 PS und zurück zur ersten Version. Die Farbe kann gewählt werden zwischen Normal, Black Beauty, scheint eher ein Dunkelgrau zu sein, und noch einmal den Grey Star, das ist diese Version hier. Wir kommen zum Rasol Araplo ACV. Dieser kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 13,03 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer in drei verschiedenen Versionen. Zum einen den Araplo ACV 6, der kommt mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, braucht 130 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis liegt bei 14.500 Euro. Die nächste Version ist der ACV 8, der braucht dann 150 PS und kostet 18.200 Euro. Und dann haben wir noch den ACV 10, der kommt mit einer Arbeitsbreite von 3,9 Metern und braucht 200 PS und kostet 19.500 Euro. Wir kommen zum New Holland T5 Tier 4. Von STV Modding, Downloadgröße 16,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 99 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 165 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 5,4 Tonnen. Der Preis 83.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Friedestein, Nuken und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen Standard und Blue Power, Fiat Power und Standard. Dann gibt es der Frontlader, der hinzugebaut werden kann von Hauer oder Nein. Also hier gibt es kein Quickie, sondern wirklich nur Hauer. Die Motorenausführung haben wir den T5 100 mit 99 PS, dann haben wir den 120er mit 117 PS, den 120er Blue Power mit 117 PS und den 120er in der Centenario-Version mit 120 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Blau Spezial, dann Hellblau, dann Braun, was eher ein Rot ist, und dann Spezial 2, das ist diese hier, und dann haben wir noch die schwarze Version. Die Designfarbe betrifft das Dach, kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden und die Felgenfarbe aus dieser hier. Wir kommen zum CML Dekoplau Tiefenlockerer von Fred Modding, Downloadgröße 6,44 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Dekoplau mit drei verschiedenen Einheiten, und zwar einmal der 3 Meter Version, und zwar ist es ein Tiefenlockerer, der wiegt 630 Kilo, braucht 120 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und kostet 2000 Euro. Dann gibt es die 3,50 Meter Version, die kommt mit einem Gewicht von 700 Kilo, braucht auch 120 PS, hat eine Arbeitsbreite, wie gesagt, von 3,50 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit bei 10 km/h. Der Preis 2500 Euro. Und dann gibt es noch den Dekoplau 4M, das ist die 4 Meter Version, wiegt 900 Kilo, braucht 160 PS, die Arbeitsbreite ist klar, 4 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h. Und der Preis 3.500 Euro.
Wir kommen zum Class Jaguar 900 Typ 502. Der kommt von Skywalker Farms, Downloadgröße 37,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei Ausführungen, und zwar einmal den 990-930er Typ 502. Das ist die Version mit den Rädern, hat eine standardmäßige Leistung von 462 PS, wird stufenlos geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel von 1350 Litern, 130 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 13,8 Tonnen. Der Preis 358.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Die Warnsignale können entsprechend angebaut werden, je nach Vorschriften. Einmal Nordamerikan 1, Nordamerikan 2 und die europäische Version. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Cam-Pilot-Kamera hinzuzufügen. Und zwar einmal ja und einmal nein. Das ist also hier diese Kamera. Dann Hörner können zugefügt werden, Standard oder Extra Airhorn. Das müssen wir uns da mal anhören. Dann kann natürlich noch ein Ziliermitteltank hinzugebaut werden für 24 Liter. Das ist dieser hier. Dann gibt es die Motorenausführung, den Jaguar 930er mit 462 PS, den 940er mit 516 PS, den 950er mit 585 PS, den 960er mit 626 PS, den 970er mit 790 PS und den 980er mit 850 PS. Dann gibt es noch die Bonusversion, das ist die 990er, natürlich mit 925 PS. Das Entladerohr kann gewählt werden zwischen kurz, normal, lang und extra langer Version. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und das war's in diesem Falle hier. Dann gehen wir zu der TT-Version, und zwar kommt diese standardmäßig mit einer Leistung von 626 PS, wird stufenlos geschaltet. Tankfüllmenge liegt ebenfalls bei 1350 Litern, 130 Liter für DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 14,1 Tonne. Der Preis 380.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Trelleborg. Dann alles andere bleibt sich ex aequo dasselbe, außer bei der Motorenausführung. Da haben wir den 960er TerraTrak mit 626 PS und dann haben wir die 990er Version mit 925 PS. Da gibt es also nur zwei Versionen. Dann hören wir uns mal dieses Horn an, das ist Extra Horn. Okay. Mal ein anderer Klang, ist auch nicht schlecht. Dann kommen wir zum Silo King Prestige 22 Kubikmeter. Dieser kommt vom ARM Team, Downloadgröße 11,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Futtermischwagen mit einer Leistung von standardmäßigen 175 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 38 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Volumen ist natürlich, wie der Name sagt, 22 Kubikmeter, wiegt 11,1 Tonne und kostet 150.000 Euro. Hier gibt es die Version einmal zu haben, entweder ohne Rundumleuchte oder mit Rundumleuchte. Und dann die Felgenfarbe kann geändert werden, und zwar betrifft das hier nur die Vorderachse. Wir kommen zum Malwa 560. Dieser kommt vom North Modding Company, Downloadgröße 30,16 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser mit zwei Elementen, einmal den 560er F. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 75 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 11 Litern für DEF, 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 6,2 Tonnen und kostet 130.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden zwischen Rückzug und Harvester und Rückzug natürlich. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Olofans, Lizard und wieder Trelleborg. Und dann gibt es das noch den mit dem Anhänger. Der kommt mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen, kostet 5.000 Euro. Die Reifenhersteller sind natürlich dieselben wie schon vorhin gesehen. Das war also dieses Paket hier.
Wir kommen zu einem weiteren Pack, und zwar ist das der amerikanische Lastwagen. Der kommt von Adams Kong, Downloadgröße 34,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind das die Standard-Trucks gewesen vom LS19. Da kommt einmal die Roadrunner-Version. Die kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 620 PS, wird manuell geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel von 880 Litern. 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 11,5 Tonnen. Der Preis 101.000 Euro. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen der Roadrunner 10-Gänge-Version oder der 18-Gänge-Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und dann gehen wir zum nächsten, das ist der Warrior. Der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 460 PS, wird manuell geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel von 440 Litern, 83 km/h Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 11,1 Tonne. Der Preis 59.000 Euro. Hier gibt es die Version Warrior 18 Gänge oder die 10 Gänge Version. Die Hauptfarbe kann hier gewählt werden aus der Standardpalette. Dann kommen wir als letztes zu dem Hulk und der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 550 PS. Wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 880 Litern. 83 Liter ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 11,8 Tonnen. Der Preis 83.000 Euro. Auch hier gibt es die 18 oder 10 Gänge Version. Die Farbpalette ist dieselbe wie oben gesehen. Wir kommen zum Lizard AM Tiertransporter von Vanquish 081, Downloadgröße 2,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kann dieser Tiertransporter transportieren 56 Stück Rind oder Kuh, 64 Stück Schwein, 108 Stück Schaf und 38 Stück Pferde. Der braucht eine Leistung von 430 PS, wiegt 7,8 Tonnen und kostet 98.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein, Continental und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen Standard und einmal der Hühnerversion. Das ist diese hier. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Falls ihr die Angabe vermisst, wie viele Hühner da reinpassen, das sind 322 Hühner, die dieser Konfiguration, wenn man da Hühner auswählt, transportieren kann. Wir kommen zum Gull Trailer Tieflader. Dieser kommt von Hispano, Downloadgröße 25,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 6,7 Tonnen und kostet 56.000 Euro. Bei der Konfiguration der Protektoren können wir sagen Nein oder Ja. Das sind also diese hier. Bordwandkonfiguration Nein oder Ja. Logo-Farbkonfiguration kann gewählt werden zwischen blauen und weißen Logos. Rundumleuchtenkonfiguration gibt es hier einmal weiß, orange und weiß. Dann Konfiguration der Anhängevorrichtung gibt es die LKW-Sattelplatte oder den Traktor-Kugelkopf. Das heißt also, da kann man auch mit dem Traktor transportieren. Heckzugmaul kann hinzugebaut werden, natürlich hier ja oder nein. Konfigurationsversion gibt es die EU-Version, das ist diese hier. Und dann gibt es die US-Version, die ist natürlich länger und wiegt dann 8,5 Tonnen. Und zurück zur EU-Version. Dann Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Designfarbe natürlich ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, die Spurweite der Rampen zu verändern, je nachdem, wie breit das Gerät ist, was draufgebracht werden soll. Und natürlich die Möglichkeit, die zweite kleine Rampe, die hier aufgebaut ist, diese kann man entsprechend mit der linken Maustaste bewegen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, den Anhänger zu schließen. Das ist also mit der X-Taste. Und dann gibt es noch die Option, Abdeckung zu schließen. Das heißt, der Anhänger wird für die schmale Version umgebaut. Oder dann wieder Z. Dann können wieder Geräte mit einer Breite von bis zu 3,60 Meter transportiert werden. Wir kommen zum Krone Profiliner Flachbett von Agrotron Modding, Downloadgröße 4,2 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen.
Es erstaunt mich, dass dieser Anhänger als neue Mod gekommen ist, ob schon hier schon 326 User-Bewertungen vorliegen. Und auch gibt es hier eine Änderungsliste, und zwar Rücklichter repariert, anhebbare Achse hinzugefügt, neue Felgen hinzugefügt, neue Farben hinzugefügt, und trotzdem ist dieser als neue Mod hereingekommen. Dieser kommt mit einem Gewicht von 7,7 Tonnen, kostet 21.500 Euro. Reifenvariante gibt es Krone Standard, Krone Benutzer definiert oder Krone Standard. Dann gibt es hier die Autoload Spanngurte, natürlich automatisch oder manuell. Die Fahrgestellfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Farbpalette, die Designfarbe natürlich auch. Und so auch die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Schwarz, Chrom, Weiß, Schwarz 2, Silber, Silber 2 und Silber 3. Wir kommen zum Rapid Euro 4. Dieser kommt von Südtirol Modding, Downloadgröße 7,63 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist dieser Mäher hier, kommt mit einer Leistung von 21 PS, wird automatisch geschaltet, natürlich 28 Liter Tankfüllmenge für Diesel. 14 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 471 Kilo und hatte eine Arbeitsbreite von 2,1 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h. Also wenn du mir mit 14 km/h mähen willst, dann musst du richtig rennen. Grundpreis 7.250 Euro. Das ist dieses Teil hier. Passt sehr gut für steiles Gelände. Erlengrad lässt grüßen. Hoffentlich kommt auch wieder noch eine zweite richtige Bergkarte, wo wirklich alpin Landwirtschaft betrieben werden kann. Und dann kommen wir noch zum Freischneider. Dieser kommt von Adobe Modding Mantrit ABP Team. Downloadgröße 0,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Freischneider hier, kommt mit einer Leistung von 10 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 10 Litern, 8 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, natürlich auch die Arbeitsgeschwindigkeit, und das Volumen für Gras ist bei 10 Litern und wiegt 140 Kilo. Die Arbeitsbreite liegt bei 0,5 Meter. Der Preis zu 100 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser erweiterten Standardpalette. Und ja, das ist mal dieses Gerät hier. Steigen wir mal ein, starten das Teil und dann geht es auch gleich vorwärts. Und ohne, dass ich was mache, geht es gleich vorwärts. Ich habe noch nichts mal irgendwas gemacht. Ich habe kein Gaspedal gedrückt, gar nichts. Das geht gleich los. Wir kommen zum Teleportgerät. Und zwar kommt dieses von Alien Gym. Downloadgröße 0,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist dieses Teil hier, kostet 1400 Euro und das kann man platzieren auf jedem Stück Land, was dir selbst gehört. Zum Beispiel hier. Und dies wird benutzt, um einen direkten Spawnpunkt zu erhalten, wenn man irgendwo schnell hingehen muss. Also das ist dieser hier, Teleportgerät. Kann ich also sagen, ich will da hingehen und dann bin ich schnack da. Oder ich will zurückgehen zu der Mod-Vorstellung, das ist dieses hier, Parking. Und da gehe ich dahin und zack, bin ich hier. Wir kommen zu der erweiterten Getreidemühle von Omatana. Downloadgröße 6,51 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist dieses Teil hier. Kann sich also sogar unterscheidet ansehen von der Standard-Getreidemühle. Kostenpunkt 50.000 Euro zum Platzieren und hier können wir natürlich, wie man davon ausgeht, Mehl hergestellt werden, und zwar aus Weizen, Gerste, Hafer, Sorghumhülse und was neu ist, hier auch Maismehl. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ein weiteres Rezept zu wählen, und zwar auch wieder für Weizen, Gerste, Hafer, Sorghum und Maismehl, und da wird Mehl hergestellt plus eine Einheit an Schweinefutter. Wir kommen zum Hydrokulturgewächshaus. Dieses kommt von Dogface, Downloadgröße 3,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gewächshäuser. Und das ist dieses hier, Kostenpunkt zum Platzieren 10.000 Euro, Unterhalt 100 Euro pro Tag. Und hier kann produziert werden Tomaten, Salat und Erdbeeren. Und dazu braucht es 10 Einheiten Wasser und eine Einheit an Flüssigdünger. Dasselbe für Salat, da braucht es 20 Einheiten Wasser und eine Einheit Flüssigdünger. Und
dasselbe für und dasselbe Rezept, was für Tomaten galt, gilt auch für die Erdbeeren. Wir kommen zum Sägewerk, das von Zottel Zockt kommt. Downloadgröße 3,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses Teil hier. Kostenpunkt zum Platzieren 125.000 Euro. Dazu gibt es unter Silos noch drei weitere Stationen hinzu. Einmal Silo für Rindenmulch, einmal Silo für Hackschnitzel und einmal ein Lagerschuppen für Holzbalken. Also wenn ich hier in die Produktion reingehe, können wir sehen, also es wird Holz hergestellt, aus Baum wird ein Holzbalken hergestellt, einmal dann Hackschnitzel und einmal Rindenmulch. Dasselbe, wenn man Produkte herstellen wie Bretter, wird auch Rindenmulch hergestellt als Nebenprodukt mit den Hackschnitzel und natürlich den Brettern ansonsten. Also das ist der Lagerschuppen für die Holzbalken, also für die Bretter. Das ist das Lagersilo für Rindenmulch, das auch direkt gekauft werden kann, für was auch immer. Und dann gibt es das Lagersilo für Hackschnitzel mit einem Fassungsvolumen von auch 10 Millionen Liter, das auch direkt gekauft werden kann. Wir kommen zur Tankpackung für Flüssigkeitsspeicher von Menno. Downloadgröße 2,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Container. Da haben wir hier einmal den Storage Tank normal, dann gibt es den roten, den grünen, den grauen, den blauen und den schwarzen und zusätzlich haben wir noch den Hydrant Storage. Der Hydrant Storage kann Wasser lagern und man kann auch Wasser kaufen, hier bis zu 10 Millionen Liter Wasser. Und die anderen Tanks können befüllt werden mit jeder beliebigen Flüssigkeit, die im Spiel ist, also Milch, Wasser, Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Gülle, Gärreste und wieder zurück zu Wasser. Da kann also für jedes Flüssigkeit ein solches Teil auf deinem Hof stehen und dann kann man dann diese entsprechend füllen. Wir kommen zu der Tankstelle. Dieser kommt von Maka, Downloadgröße 2,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Container im Baumenü. Das ist diese Tankstelle hier. Kostenpunkt zum Hinplatzieren 11.000 Euro. Unterhalt pro Tag 45 Euro. Dazu kommt noch ein gemoddeter Anhänger und zwar den FST 990 mit einem Volumen von 3750 Litern für Diesel. Wiegt 1,9 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 4,1 Tonne und kostet 29.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Silber, Weiß und Schwarz. Und damit kann diese Tankstelle entweder gefüllt, befüllt werden, kann auch abgetankt werden, als natürlich als Tankstelle und hier kann auch direkt Diesel gekauft werden. Wir kommen zum Waschplatz. Dieser kommt von White Bull Modding. Downloadgröße 5,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tools. Das ist dieses Teil hier. Kostenpunkt zum Platzieren 5.500 Euro. Und hier kann natürlich das Gefährt gewaschen werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Metallzaun mit Touren. Und zwar kommt dieser von Top Ace, AAA, Downloadgröße 2,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration. Und das ist dieser hier, das ist dieser Zaun hier. Dann gibt es die Möglichkeit von einem Drehtor von 5 Meter. Dann gibt es die Möglichkeit vom Schiebetor 10 Meter, Drehtor 10 Meter und das Schiebetor 20 Meter. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese Steinmauern. Dieses kommt ebenfalls von Top Ace 888. Downloadgröße 12,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Set von verschiedenen Steinmauer-Texturen. Einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Texturen können gewählt werden, um deine Ranch oder Farm einzuzäunen. Das war es denn auch schon wieder mit den Mods von heute, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind.
Leider habe ich noch keine Neuigkeiten bezüglich einem möglichen Hotfix. Der könnte auf jeden Fall morgen dann fallen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen LS zu zocken und habt auch die Möglichkeit, vielleicht den einen oder den anderen Mod auszuprobieren. Ich möchte mich bedanken nochmal ganz herzlich fürs Dabeisein. Vielleicht hat ja jemand bis zum Ende geguckt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne den Daumen da. Hol dir das Abo ab, wirst du keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine weiteren Inhalte, die auf diesem Kanal veröffentlicht werden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.